Hi Leute und willkommen zurück zu Baphomets Fluch in der Director's Cut Version. Wir haben mit Nico herausgefunden, dass die andere Hälfte vom Foto ihr Vater abgebildet war und ja, dass der halt auch in Afrika da gekämpft hat und freudig in die Kamera gegrinst hat. Jetzt hält sie wohl nicht mehr ganz so viel von ihm. Wir möchten sie besuchen und tragen mal ein paar Infos zusammen. Ich erinnere mich an den Rat der Blumenfrau und drücke vorsichtig oberhalb des Schlosses gegen die Tür. Hallo. Bonjour. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Wir waren doch per Du, oder? Klar, nenn mich einfach George. Gut. Ich heiße zwar Nicole, aber sag ruhig Nico zu mir. Setz dich, George. Eh bien, wo bist du gewesen? Ich habe die Abwasserkanäle unter dem Café untersucht. Ich dachte mir schon sowas. Ich habe so einen komischen Gestank gerochen. Der Clown ist durch die Kanäle entkommen und hat dort das Kostüm ausgezogen. Ich nehme an, er war in Eile. Er hat seine Jacke vergessen. Und? Ich habe die Telefonnummer seines Schneiders. Du hattest mehr Glück als ich. Glück, sagt sie. Glück? Ich nenne das harte Arbeit. Was ist passiert? Mein Redakteur hat mir gesagt, ich solle die Story vergessen. Ist das zu fassen? Aber das wirst du doch nicht tun. Oh nein. Ich werde herausfinden, was hinter diesen Morden steckt. Es passt nichts zusammen. Sieht aus wie eine Verschwörung. Die Polizei in drei verschiedenen Ländern hat sich wegen der Morde sehr zurückgehalten. Die Presse bringt sie nicht in Zusammenhang. Sie beschuldigen politische, religiöse oder militante Extremisten. Damit ist so ungefähr jeder verdächtig. Super. Erzähl mir mehr über dich. Ach, da gibt es nicht viel zu erzählen. Nun, wie bist du zur Fotografie gekommen? Das habe ich, glaube ich, meinem Vater zu verdanken. Er hat mir meine erste Kamera gekauft. Ich war 8 und meine Eltern hatten sich gerade getrennt. Aber das Foto hat es jetzt nicht kaputt gemacht, das bleibt da. Okay. Ich möchte erstmal damit mit dieser Hand durchgehen. Mit diesem Werkzeug bin ich in die Abwasserkanäle gekommen. Faszinierend, George. Das interessiert dich überhaupt nicht, oder? Doch, natürlich. Ich finde, es war sehr tapfer von dir, da hinunterzusteigen. Ja? Nun, es war etwas unheimlich, aber naja, ich musste den Job erledigen. Ich habe diese falsche Nase in den Abwasserkanälen gefunden. Hey, was ist da drin? Etwas, das früher mal bei jemandem in der Nase saß. Werden Sie nicht derb, George. Darin steht La Risée du Monde, Masque et Costume. Das ist ein Kostümverleih in der Nähe des Bahnhofs Saint-Lazare. Ich werde das abklären. Vielleicht erinnert sich der Besitzer daran, wer das Kostüm ausgeliehen hat. Okay. Dieses Papiertaschentuch habe ich im Abwasserkanal gefunden. Oh, das ist ekelhaft, George. Ich glaube, das Zeug darauf ist Schminke, wie Schauspieler sie benutzen oder Clowns. Es ist trotzdem ekelhaft. Wirf das weg. Nein, wird er nicht tun. So. Ich habe ein Stück Stoff in der Nähe des Cafés gefunden. Ein Loch beim Abwasser. Als ich es dem Pförtner gezeigt habe, hat er es sofort erkannt. Es ist sehr auffällig, stimmt. Warte, bis du das hier siehst. Ich habe den Film entwickelt, den ich bei dem Café belichtet habe. Hier, George, das ist eine Vergrößerung, die ich gemacht habe. Siehst du, was der Typ hier anhat? Karierte Hosen. Denselben Stoff habe ich im Abwasserkanal gefunden. Stimmt. Der Typ sollte nicht schwer zu finden sein. Oh nein? Wirf mal einen Blick auf seine rechte Wange. Eine Narbe in Form eines Hufeisens. Oder eines Halbmondes. Der war ziemlich auffällig. Warum hast du das Foto von mir so stark vergrößert? Weil ich einen Typen hinter dir bemerkt habe. Warum denn sonst? Hast du bei deinem Vater gelebt? Ja, meine Mutter ist mit ihrem Freund weggegangen. Hat mir nichts ausgemacht. Ich habe nur Papa gebraucht. 4 Jahre später starb er bei einem Flugzeugunglück. Oh, das tut mir leid. Ist schon gut. Es macht mir nichts aus, über ihn zu reden. Er war eher wie ein älterer Bruder. Machte immer Witze und lachte. Papa wollte immer, dass ich Kunst studiere. Deswegen bin ich aufs College. Hast du das Fotografieren im College erlernt? Nein, ich konnte mir das Material nicht leisten. Alles, was wir benutzten, wurde uns in Rechnung gestellt. Farbe, Leinwand, Papier. Die meisten in meiner Klasse widmeten sich dem Minimalismus. Es war billiger. Ich durchstöberte den Park nach Haaren von Eichhörnchen.
Die einzige Zeit, in der ich nicht gehungert habe, war das Semester, in dem wir die Drucktechniken durchnahmen. Ich habe die Kartoffeln gegessen. Du verkohlst mich doch. Oh nein. Super. Erzählen Sie mir von den bisherigen Opfern des Clowns. Das erste war Arno Bilotta, der Millionär und Baron der Pharmaindustrie. Er hat sein Geld mit Amphetaminen verdient, im Nachkriegsboom von Schlankwerden und Diät. Stell dir das vor, Millionen von Hausfrauen, die sich buchstäblich ihren Arsch absbieten. Die einzige Zeugin in diesem Fall war sein philippinisches Au-pair-Mädchen. Sie schwört, er wurde von einem Schneemann in den Tod gelockt. Wer war das zweite Opfer des Clowns? Yamada, der umstrittene japanische Politiker der Grünen. Er hat sein Vermögen aus dem elektrochemischen Konsortium seines Vaters geerbt. Wie ist er gestorben? Unter den Händen, oder besser gesagt Stummelflügeln eines riesigen Königspinguins. Ein Schneemann, ein Pinguin und nun ein Clown. Ich bin kurz davor, Pantomime zur Liste hinzuzufügen, aber dann lasse ich es doch. Ich habe einfach keine Lust, George etwas über die Verbindungen meines Vaters zu Carchon zu erzählen. Weißt du, ich gebe es nicht gern zu, aber das ist beängstigend. Ich sage dir was, ich werde keine Einladungen zu Kostümpartys mehr annehmen. Ich kann es dir nicht verdenken, dass du Angst hast. Mir geht es genauso. Aber diese Story könnte meine einzige Chance für einen Durchbruch sein. Oder für einen vorzeitigen Tod. Ja. Ich muss gehen. Okay, ich sehe dich später. Gut, dann haben wir alles. Oh, er ist direkt raus. Schreit, da können wir mit ihm noch mal ein bisschen kurz quatschen. Die von oh, hi. Bonjour, Monsieur. Wie geht es Ihrer Freundin? Sie ist nicht meine Freundin. Vielleicht jetzt noch nicht. Aber ich sehe, dass eure Pfade in der Zukunft miteinander verschlungen sind. Das wage ich zu bezweifeln. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Oh, was für ein Kerl. Er ist ein Killer. Das kann ich sehen. Seine Augen sagen alles über ihn. Super. Vielleicht komme ich später nochmal vorbei. Nicht vielleicht, Monsieur. Das werden Sie ganz sicher. Okay. So, wo gehen wir jetzt hin? Wir können auch hier noch hin. Okay. Quatschen mit denen erstmal. Vielleicht haben die noch irgendwelche Infos. Verzeihung. Nicht so schnell. Ihre Personalien bitte. Hä? Wozu? Falls Sie einen Unfall haben, dann wissen wir, wohin wir Ihre Leiche schicken sollen. Super. Hören Sie, ist das wirklich nötig? Ich bin hergekommen, um mit Rosso zu sprechen. Ah, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Er ist nicht da. Aber... Möchten Sie eine Nachricht für ihn hinterlassen? Ich kann Ihnen blaue und schwarze Kugelschreiber anbieten. Ich würde einen blauen für eine weniger formelle Kommunikation empfehlen. Ich würde lieber mit ihm persönlich sprechen. Wie Sie wünschen, Monsieur. Hm. Können Sie sich vorstellen, was das für ein Werkzeug ist? Oui, Monsieur. Das ist ein Messstab. Nicht ganz. Kennen Sie den Mann auf dem Foto? Non, Monsieur. Ich habe ein sehr schlechtes Personengedächtnis. Ich habe diese rote Nase in der Nähe des Café de la Chandelle Verte gefunden. Eine Clownsnase? Genau. Der Typ, der sie benutzt hat, ist ein gemeingefährlicher Killer. Wenn Sie meinen, Monsieur. Ich habe dieses Taschentuch gefunden. Was zum Teufel ist das? Ein Beweisstück. Beweis wofür? Mayonnaise-Schmuckel? Das klebrige Zeug ist Theaterschminke. Ah, und das soll mich jetzt fröhlich stimmen, ja? Ich schlage vor, Sie überlegen sich lange und genau, was Sie mit Ihrem Leben anfangen, Monsieur. Ist Sergeant Mouet da? Was? Möchten Sie ihn sprechen? Ja, bitte. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wann das letzte Mal jemand Monsieur Mouet sprechen wollte. Niemand redet mit ihm, nicht mal seine Kinder. Bien, er ist nicht da, Monsieur. Er ist bei Inspektor Rosso. Wie Laurel und Keaton, non, Monsieur? Hardy. Oliver Hardy. Okay. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ja, dann gehen wir wieder raus. Gucken mal, was wir hier noch haben. Oh. Hallo. Oh, hallo. Das war Ihr Apartment. Okay, falscher Platz. Hier wollte ich eigentlich nicht hin. Ich muss gehen. Okay, ich sehe dich später. So, einmal weggehen. Ich weiß nicht, steht nicht mehr. Ach doch, da oben. Rougerie. Das ist Poste der Police. Das ist das Café und hier haben wir die... Okay, dann gehen wir mal dahin. Genau, mit dem wollten wir eh noch reden.
Ist hier irgendwas? Nö. Hi. Entschuldigung. Bonjour, Monsieur. Bitte, kommen Sie herein. Willkommen. Lassen Sie die normale Welt hinter sich, denn in diesen vier Wänden regiert die Fantasie. Ich möchte kein Kostüm. Haben Sie sich als Kind nie verkleidet? Nicht, dass ich wüsste. Unglaublich. Als nächstes wollen Sie mir weismachen, dass Sie nie die Unterwäsche Ihrer Schwester angezogen haben. Ich habe keine Schwester und mit BH sehe ich ziemlich dämlich aus. Ich brauche nur ein paar Informationen. Natürlich. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Haben Sie schon mal etwas von einem Mann mit Namen Plantard gehört? Ich kann mich an niemanden mit diesem Namen erinnern. Okay, aber an den Clown bestimmt. Ich suche einen Mann, der bei Ihnen ein Clownskostüm ausgeliehen hat. Oui, Monsieur. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen helfen kann. Führen Sie keine Listen über die verliehenen Kostüme? Natürlich, Monsieur, aber... Also dann, ich möchte, dass Sie in Ihren Listen nachsehen. Geben Sie mir die Namen von allen Leuten, die ein Clownskostüm ausgeliehen haben. Unmöglich, das sind zu viele. Blöd. Sagt Ihnen dieses Werkzeug etwas? Nein, Monsieur, nicht. Erkennen Sie diesen Mann? Oui, Monsieur. Ich habe ihm Theaterschminke verkauft. Aha, das ist schon mal richtig. Möchten Sie diese rote Nase wieder zurück? Nicht, nachdem sie getragen wurde. Danke. Können Sie mit diesem schmutzigen Taschentuch etwas anfangen? Lassen Sie mich mal dran riechen. Bestheimers Nummer 7. Weißer Pfannkuchen. Theaterschminke, richtig? Oui, Monsieur. La Crème de la Crème in Sachen Bühnen-Make-up. Haben Sie kürzlich etwas davon verkauft? Ja, 2 Dosen. Erkennen Sie diesen Mann? Ah, oui. Der war heute Morgen hier. Das ist der Mann, dem ich die Theaterschminke verkauft habe. Ich erinnere mich an die Narbe in seinem Gesicht. Er hat 2 Kostüme ausgesucht. Bozu der Clown und Sermus der Kobold. Ein Kobold? Sehr hübsch. Grüne Seide mit Taftfutter. Er gab seinen Namen als Monsieur Khan an. Khan nennt er sich. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Es war mir ein Vergnügen, Monsieur. Darf ich Ihnen die Hand schütteln? Ja, okay. Was haben Sie vor, mich umzubringen? Sie fanden das nicht lustig? Ich konnte noch nie was Lustiges an Elektroschocktherapie finden. Eben, ja, das gehört Ihnen. Ein Geschenk. Brauche ich eine Genehmigung dafür? Sowas wie einen Waffenschein? Nun, aber ich gebe Ihnen eine Warnung mit auf den Weg, Monsieur. Welche? Vergessen Sie nicht, ihn auszuschalten, bevor Sie auf die Toilette gehen. Danke für diese Info. Oui, Monsieur. Möchten Sie Ihren Basser zurück? Nein, Sie können ihn behalten. Okay. Sind Sie sicher, dass dieser Mann den Clownsanzug ausgeliehen hat? Certainement, Monsieur Khan. Möchten Sie Ihren Basser zurück? Ja, nein. Weg. Danke. Gut, dann haben wir Vielen Dank für Ihre Hilfe. Es war mir ein Vergnügen, Monsieur. So, können wir hier noch... Skelett auf meinen Horn, das sieht auch aus. Sonst haben wir hier, glaube ich, nichts, was wir untersuchen können. Der Bär, nein. Ne, wir können nur mit ihm reden. Ah, ne, warte, hier ist noch was. Okay. Gehen wir raus. So, da haben wir nichts mehr. Dann gehen wir zu Nico zurück. Wieder Nikos Apartment. Hallo. Oh, hallo. Der Typ im Neuheitenladen hat mir das gegeben. Was ist das? Ein Basser. Du legst es in deine Hand und verpasst damit anderen Elektroschocks. Warum? Es ist ein Gag, ein ganz nützlicher Spaß. Wenn du das je an mir ausprobieren solltest, breche ich dir den Arm.
Okay, okay, ich habe verstanden. Schön, kann die nicht noch jetzt irgendwie über den Namen reden? Er hat doch rausgefunden, dass der Khan heißt. Ich muss gehen. Okay, ich sehe dich später. Okay, scheinbar nicht von Interesse. Kann sie mir was über den Namen sagen? Oh, hi. Hallo, mein hübscher Freund. Werden Sie meine Hand schütteln? Nein, werde ich nicht. Ich kann in die Zukunft sehen. Wissen Sie noch? Vielleicht komme ich später nochmal vorbei. Nicht vielleicht, Monsieur. Das werden Sie ganz sicher. Ah, schade, okay. Dann, dahin. So. Macht der Pförtner wieder auf? Oh, hi. Wir dürfen sogar rein. Hallo, erinnern Sie sich noch an mich? Mary, Inspekteur. Haben Sie ihn gefunden? Wen? Den Mann aus der Kanalisation natürlich. Ich gehe gerade das Beweismaterial durch. Puh, um den Job beneide ich Sie nicht, Monsieur. Also, was machen Sie so, wenn Sie nicht gerade die Kanalisation durchforsten? Ich dusche ziemlich viel. Oh, sehr gut, Monsieur. Ein Polizist mit Humor. Hallo, erinnern Sie sich noch? Mary. Wen? Den Mann. Ich. Ja. Also. Ich. Ja, oh. Ja, ja, ist okay. Nein. Ich könnte da rein. Okay, da darf ich nicht hin. Kann ich irgendwas benutzen hier so? Hier, Foto. Hallo, erinnern Sie sich. Mary. Wen? Den. Ich. Also. Ich, du. Oh. Okay, funktioniert nicht. Buzzer. Hallo. Mary. Nee, das funktioniert nicht. Ich gehe. Ich dusche. Ja, ja, ist okay. Ist okay. So, ich geh nochmal runter. Finden wir was Neues. Nö. Hier gibt's nichts Interessantes. Okay, ne, dann haben wir hier auch nichts. Schade. Ah, jetzt habe ich alles zugenagelt. Super. Schade, gut. Na, dann gibt es ja eigentlich auch nichts. Super. Aha, hier sind Leute da. Sehr gut. Das ist nur irgendwelcher Polizeipapierkram. Ein Steckbrief. Entschuldigen Sie, Sergeant. Was wollen Sie diesmal? Oh, wie der guckt, ey. Voll grimmig. Hier. Was glauben Sie, wozu benutzt man ein Werkzeug wie dieses hier, Sergeant Mouet? Das sieht aus wie ein Instrument, das man im Kreissaal verwendet, Monsieur. Mit Hilfsmitteln wie diesem hier gelang dem Täter die Flucht. Ich verstehe nicht ganz. Er öffnete damit einen Gully und verschwand in den Eingeweiden der Erde. Wenn Sie es sagen, Monsieur. Wow. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Non, Monsieur. Das ist der Kerl, der die Bombe im Café gelegt hat, der Clown. Dieser Mann sieht aber überhaupt nicht wie ein Clown aus. Er hat natürlich die Theaterschminke und das Kostüm abgelegt. Dann gibt es keinerlei Indizien, die diesen Mann mit dem Anschlag in Verbindung bringen. Nichts? Schauen Sie sich doch bloß diese mörderischen Augen an. Kaum genug, um eine geschworene Jury zu überzeugen. Ich habe diese rote Pappnase in der Kanalisation gefunden. Was hatten Sie denn da unten zu suchen? Nach Hinweisen gefischt. Der Clown ist nach da unten verschwunden. Sie behaupten immer noch, Sie hätten einen Clown gesehen, Monsieur? Natürlich, und dieser Scherzartikel hier ist der Beweis. Sie werden schon etwas mehr als ein Stück Druckgussplastik brauchen, um Inspekteur Rousseau zu überzeugen. Soll das etwa heißen, Sie wollen diese Nase nicht als Beweismittel sicherstellen? Genau, Monsieur. Ganz genau. Na toll. Erkennen Sie dieses schmutzige Stück Gewebe? Non, Monsieur, das tue ich nicht. Ich habe es in der Kanalisation gefunden. Vielleicht wäre es für uns alle besser, wenn Sie es auch wieder dorthin zurückbringen würden. Auf keinen Fall, das könnte ein wichtiges Indiz sein. Wenn Sie das sagen, Monsieur? Möchten Sie mir die Hand schütteln, Sergeant?
Nicht während ich noch im Dienst bin, Monsieur. Eine solche Geste könnte man leicht missdeuten. Okay, gut. Bevor wir mit dem nochmal quatschen und mit Rosso, machen wir erstmal hier einen Part zu Ende. Ich denke, das könnte vielleicht ein bisschen länger dauern. Ich weiß nicht, was sie noch alles quatschen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.